Liebe Schwestern und Brüder, es klingt ein bisschen nach Publikumsbeschimpfung. Ausgerechnet die Stadt, die Jesus aufgenommen hat, anders als seine Heimatstadt Nazareth, wird nicht gerade schmeichelhaft behandelt. Überhaupt geht Jesus mit denen, die zu ihm gehören, nicht immer schmeichelhaft um. Von daher nimmt der große Kirchenvater und Prediger Johannes Chrysostomus diese Stelle, die wir eben hörten, zum Anlass, auch seinen Zuhörern ins Gewissen zu reden. Und auch wenn das lange, lange her ist, vielleicht hören wir ein wenig auch etwas für uns heraus. Welcher Verzeihung sind wir würdig, wenn wir nach so vielen Beweisen der göttlichen Fürsorge sündigen und etwa einen solchen Hass gegen Fremde an den Tag legen, den Dürftigen die Türen und zuvor noch die Ohren verschließen? Ja, wir verschließen sie nicht nur den Armen, sondern sogar den Aposteln oder vielmehr, weil wir sie den Aposteln verschließen, darum auch den Armen. Wenn nämlich Paulus in der Kirche vorgelesen wird, dann gibst du nicht Acht. Wenn Johannes der Evangelist predigt, hörst du nicht darauf. Wie wirst du nun einen Armen aufnehmen, da du nicht einmal einen Apostel aufnimmst? Damit aber für die Folge den Armen die Türen und den Aposteln die Ohren beständig geöffnet seien, lasset uns den Schmutz von den Ohren der Seele wegreinigen. Denn gleich wie Schmutz und Kot die Ohren des Leibes, so verstopfen unzüchtige Gesänge, weltliche Gespräche, Schulden, Geschäfte von Zinsen und Darlehen noch weit mehr als aller Schmutz das Gehör des Geistes. Das ist eine tiefe Beobachtung. Und Chrysostomus holt weit aus und legt richtig los, wo diese Gesänge und all dieser Schmutz herkommt. Das müssen wir gar nicht wiederholen. Vielleicht wissen wir das nur zu gut und das hat sich ein bisschen geändert. Den Schmutz haben wir heute via Internet in unserer Wohnung. Worauf achte ich? Und was ist es, was mein Gehör verstopft, sodass ich eine Minute später schon nicht mehr weiß, was in der Lesung heute vorkam oder im Evangelium? Das ist immer eine gute Prüfung. Wenn wir bei der Messe in der Gabenbereitung angekommen sind, sich vielleicht noch einmal kurz zu fragen, was hat Jesus mir im Evangelium heute gesagt? Und wenn wir uns daran nicht mehr erinnern, dann hat das vielleicht mit jenem Schmutz zu tun, den Chrysostomus so eindrücklich beschreibt.